Es gilt so gut wie ausgemacht, dass der frühere Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister am 23. Juli zum Tory-Chef und britischen Premierminister gekürt wird. Können ihm seine Fehltritte noch zum Verhängnis werden? London, DPA, der Favorit im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und britischen Premierministers, Boris Johnson, hat in einem BBC-Interview am Freitagabend große Wissenslücken zu seinem Brexit-Plan offenbart. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen, komme, was wolle. Sollte die EU bis dahin nicht auf die Forderungen Johnsons zu Änderungen am Brexit-Abkommen eingehen, will er notfalls ohne Deal aus der Staatengemeinschaft ausscheiden. Johnson behauptet, negative Konsequenzen eines No-Deal-Brexits für die Wirtschaft. Können dann mithilfe einer Bestimmung aus dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen, GATT, überwunden werden, einem internationalen Vertrag, der den Grundstein für die Welthandelsorganisation, WTO, legte. Dann könnten einfach die gleichen Handelsregeln wie bisher gelten, bis ein neues Freihandelsabkommen geschlossen sei, so Johnson. Zölle seien überflüssig. Noch vor Wochen konnte er jedoch nicht einmal die genaue Bestimmung aus dem Abkommen benennen. Im Interview mit dem BBC-Moderator Andrew Nile legte Johnson nun viel Wert darauf, dass es sich um Artikel 24, Paragraph 5b des GATT-Abkommens handelt. Auf die Frage Niles, ob er auch wisse, was in Paragraph 5c stehe, musste Johnson jedoch verneinen. Punkt darin stehe, belehrte ihn Nile, dass man nicht nur die Zustimmung der EU braucht, sondern man muss sich auch auf die Umrisse eines künftigen Handelsabkommens einigen und den Zeitplan, um das zu erreichen. Warum, wenn Johnson sich nicht einmal auf die bereits vereinbarten Konditionen des Austritts festlegen wolle? Sollte sich Brüssel darauf einlassen, fragte Nile. Johnson hatte darauf keine überzeugende Antwort. Einen schlechten Eindruck hinterließ der Ex-Außenminister auch beim Thema des wegen seiner Trump-Kritik zurückgetretenen britischen Botschafters in Washington. Johnson musste eingestehen, dass seine Äußerungen in einer TV-Debatte dazu beitrugen, dass Spitzendiplomat Kinder auch sein Amt niederlegte. Er bestand aber darauf, er sei falsch zitiert worden. Johnson hatte sich in einem Fernsehduell mit seinem Konkurrenten Jeremy Hunt an
Dienstag geweigert, eine Garantie dafür abzubringen, den bei US-Präsident Donald Trump in Ungnade gefallenen Botschafter nicht vorzeitig auszutauschen, sollte er Premierminister werden. Mit Kritikern Trump für dessen ausfällige Tweets hielt sich Johnson auffällig zurück. Einen Tag später legte der Botschafter sein Amt nieder. US-Präsident Donald Trump hatte den Botschafter zuvor per Twitter als dummen Kerl und aufgeblasenen Decken bezeichnet und die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Anlass für die Schimpftiraden Trumps waren vertrauliche Botschafter der Depeschen, die an Presse durchgesickert waren. Darin hatte da auch die Trump-Regierung als unfähig bezeichnet. Scotland Yard hatte inzwischen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, um herauszufinden, wer die Depeschen an die Presse gegeben hat. Trotz seiner häufigen Fehltritte gilt es als so gut wie ausgemacht, dass Johnson bis zum 23. Juli von den etwa 160.000 Tory-Mitgliedern per Briefwahl zum Parteichef und damit Premierminister gekürt wird. Ob der schwache Auftritt des ehemaligen Londoner Bürgermeisters in dem TV-Interview mit Nile noch etwas daran ändert, hängt wohl maßgeblich davon ab, wie viele Parteimitglieder ihre Briefwahlunterlagen schon ausgefüllt und in die Post gegeben haben. Eine Umfrage der konservativen Webseite Konservative Home lebt nahe, dass mehr als zwei Drittel das bereits getan haben. Damit wären die Chancen für Außenminister Jeremy Hunt, der gegen Johnson antritt, passé. Doch Medienberichten in den vergangenen Tagen zufolge könnten sich die Tory-Mitglieder für ihre Entscheidung auch mehr Zeit gelassen haben. Demnach soll bislang erst weniger als die Hälfte der Unterlagen eingegangen sein. Johnson und Hunt touren noch bis kommenden Mittwoch durchs Land, um der Parteibasis ihre politischen Vorstellungen in Regionalkonferenzen zu präsentieren. Ein Anzeichen, dass die Stimmung kippen könnte, gab es am Freitagabend im südwestenglischen Cheltenham. Als Johnson, wie so oft, um eine schwierige Frage herumlavieren wollte, rief ihm ein Mann aus dem Publikum zu: "Beantworte die verdammte Frage." Und bekam dafür großen Applaus. Bericht auf der BBC-Webseite Mitteilung. Von Scotland Yard Bericht auf der Webseite Konservative Home Tweet mit Video aus der Regionalkonferenz in Cheltenham. Bericht zur Zahl der eingegangenen Briefwahlunterlagen.